und haben gleichzeitig sogar noch ein Fragezeichen auf der Map geklärt. Da wäre noch eins. Ne, wir kommen nochmal wieder. Wir kommen nochmal wieder. Wir wollten jetzt erstmal. Was wollten wir überhaupt machen? Schon wieder vergessen. Ich hab vergessen, was wir machen wollten. Das sollten wir nicht machen. Aber wir wollten uns als. Genau, wir wollten uns ein Porträt des Hexers als alten Mann sehen. Aber wir wollten auch noch eine Runde Gwent spielen vorher. Also eine Runde Gwent. Oder zwei, wenn die relativ nah aneinander sind. Und dann. Oh, hier sind drei auf dem Turniergelände. Dann machen wir drei Runden Gwent. Wird wahrscheinlich schon fast wieder eine komplett eigene Folge dann sein für Gwent. Aber bevor wir an dem Turnier teilnehmen, wäre ich gerne vorbereitet. Außerdem, wie ich ja schon erwähnt habe, ich würde gerne alles machen. Und da zählt auch die volle Sammlung Gwent dazu. Willkommen, Herr. Ich brauche ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Pflege. Ist das ein Friseur? Ah! Erstmal ausziehen und auf den Stuhl setzen und dann fragen, ey, wo lass uns doch Gwent spielen? Anstatt dass du mich frisierst. Gwent, vielleicht könnten wir eine Partie spielen. Der wundert sich gar nicht. Der hatte schon die Klinge in der Hand. Ja, wir probieren mal. Also erstmal ist immer die sichere Wahl, nördliche Königreiche. Mit denen. Ups, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ich habe irgendwas weggetauscht. Mit denen geht es auch eigentlich immer relativ zügig. Weil die ein sehr hohes Power-Level haben und deswegen relativ schnell gewinnen. Da wird einfach alles aufs Board geknallt. Ciri. Hallo. Das Problem ist halt, dass man es wirklich nicht beschleunigen kann. Man muss immer warten, bis die Animationen durch sind, bis der Gegner die Karte gespielt hat. Das finde ich ein bisschen nachholungsbedürftig. Man ist aber auch mit Punkten ganz gut am Mithalten. Oh ja, da hast du gedacht, du könntest was machen. Kriegslangschiff. So, machen wir noch den 7er von ihm fertig. Und dann gucken wir mal, was los ist. Oh, 12. Ja gut, dann müssen wir noch eine legen, damit er auch noch eine legen muss. Viel bleibt ihm nicht mehr. Ja, passen wir mal, weil wir haben einen Punkt mehr. Das heißt, er müsste seine letzte Karte legen, um zu gewinnen. Was er auch tut. Und jetzt hat er aber gar keine Karten mehr für die zweite und für die dritte Runde. Das heißt, wir müssen jeweils nur eine Karte legen und haben dann gewonnen. Können jetzt noch. Huch. Achso. Ah. Ah, ich habe die skellige Sonderregel verpasst. Vergessen. Der. Es kommen zwei Zufällige aus dem Friedhof in der dritten Runde ins Spiel. Ist natürlich. Ist natürlich kritisch. Was hat der für eine Fähigkeit? Wahrscheinlich keine großartige. Also, los geht's. Gut. Und er passt. Ja, dann haben wir gewonnen. Gut. Was haben wir da bekommen? Skellige Sturm. Boah, ich dachte gerade, das wäre ein zu hoher. Können wir da durch, bitte? Ja. Es gibt einen extra Sturm für Skellige, okay. Also es klingt für mich nach einer Wetterkarte. Skellige Sturm, was macht der? Stärke alle Fernkampf- und Belagerungseinheiten. Okay. Okay. Wenn man solche Karten hat, dann macht der Anführer, der die Sachen alle macht, dass man nur die Hälfte der Stärke verliert bei Wetter, macht das dann schon wieder ganz gut. Wie wär's mit. So, gegen den spielen wir und zwar mit den Monstern. Die Monster sind eigentlich ganz cool auch. So, hier haben wir, können wir Vampire wegtun, weil wir brauchen nur einen Vampir und hier haben wir noch einen Nume. Ja, perfekt. Holen wir uns erstmal noch. Ne, nicht eben noch mehr Karten. Erstmal holen wir uns alle Vampire raus. Weil es hätte sonst ja sein können, dass wir Vampire nachziehen. So, der Gegner passt jetzt. Oh, doch nicht. Was ist das denn? Rächer herbeirufen.
Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, eine mächtige neue Einheitenkarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Ah, das ist so ein ähnlicher wie der Hahn, den wir hatten. Und das ist eigentlich ganz cool, flavormäßig, weil wenn man zu viele Kühe tötet, dann kommt irgendwann ein Biest, was ziemlich overpowered ist und dich jagt dann. Gut, wollen wir passen? Ja, wir passen. Gucken mal, was der Gegner so tut. Klirrende Kälte, okay. Ah, das ist schon mal nicht schlecht für ihn. Na gut. Das war mies. Oh, ist nur ein Achter, okay. Dann haben wir. Der Gegner passt, okay. Dann reicht der Wesen mehr für diese Runde. Die zweite Runde gibt der Computergegner immer zu schnell auf, habe ich das Gefühl. Ah, da kommt die Kuh wieder. Aber die Kuh. Es gibt keine vierte Runde mehr, deswegen ist die Kuh nicht wirklich relevant. Oh, die. Ach, das Ceres, die ruft alle Schildmeiden herbei. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, es sind aber keine im Deck, okay. Moissac. Ach, Moissac ist eine. Ah! Okay, das ist ein Achter, der auch gleichzeitig noch eine Madruemel-Karte dabei hat. Also langsam, wenn man mal so die guten Karten von Skellige sieht, bekomme ich auch den Eindruck, dass Skellige gar nicht so schlecht ist. Ich kann halt vielleicht nicht unbedingt mithalten mit den anderen, aber ist es gut. Oh, da kommen jetzt aber echt die ganzen. Ach, die haben auch noch Verstärkung. 24, scheiße. Das schaffen wir nicht. Ah, vielleicht doch. Also wenn jetzt noch einer kommt, dann schaffen wir es auf keinen Fall. Ansonsten könnten wir es schaffen. Ah, Madruem ist nicht so schlimm. Holen wir mal hier noch einen. Doch, das. Also wir schaffen es, wenn jetzt nicht die letzte Karte noch irgendwas krasses ist. Ein. Ja. Oh. Ah, okay. Dann sollte es eigentlich laut meiner Rechnung passen. Ja. Kann den Sechser noch töten, also easy. Gut. Oh, da hatte ich aber kurz Panik. War auf jeden Fall eine knappe Runde. Und dann noch eine letzte Runde gewinnt, bevor es weitergeht. Junger Berserker. Okay, also ein Berserker, der sich durch Madrueme verwandeln kann. Jetzt aber die Frage, ob wir da bei der einen Quest eine. Nilfgaard machen wir jetzt noch. Ob wir bei der einen Quest eine legendäre verpennt haben. Bei der mit der Krypta. Ich finde das so krass, dass die einfach ganz normale 10er-Karten haben. Einfach so, das ist ein 10er. Mohan Voris. Und die kann man halt auch noch wiederbeleben, die 10er. Das finde ich halt so krass. Warum haben wir hier einen 6er drin? Wahrscheinlich Lückenfüller. Gut, wir nehmen uns den mal mit einer Finte auf die Hand, damit wir gucken können, dass wir noch Karten ziehen. Und der hat erst einen 4er gespielt und dann den 9er. Das heißt, wir kriegen jetzt den 9er, haben wir bei uns auf dem Feld. Und den 4er kriegt er. War nicht die richtige Reihenfolge für ihn. Ah! Außer er hat noch eine Finte. Dann geht das natürlich. Dann macht es nämlich keinen Unterschied. Trotzdem will man normalerweise zuerst die Starken spielen, weil man halt die Chance hat, dass man den wiederkriegt. Oh, der hat. Wir passen mal lieber, weil der muss jetzt 43 Karten legen. 43 Power. Gar nicht drauf geachtet, dass der so wenig hat. Ja. Das könnte uns sogar das Spiel gekostet haben. Aber ich bezweifle es eigentlich. Obwohl der noch 5 Karten mehr hat als wir. Also das ist schon heftig. Und der hat auch gar nicht so schlechte Karten. Also. Also es könnte echt eng werden. Es könnte wirklich eng werden. Ja, lassen wir mal diese Runde gewinnen.
Ah, jetzt müssen wir 3 gegen 8 Karten. Also es wird, ja, das gewinnen wir nicht mehr. Das gewinnen wir nicht mehr. Eigentlich ziemlich klar, dass wir das nicht mehr gewinnen. Obwohl, wir könnten... Ah, wir könnten noch mit 2 Karten ziehen, gucken, ob wir da mehr kriegen. Ja, ja. Alles schon etwas besser. Damit können wir die 10 alle wiederbeleben. Aber er zieht jetzt halt auch wieder 2 Karten. Aber wir können ihm auch den 9er geben. Boah, wir gucken erstmal, wie das Spiel verläuft. Wenn wir ganz, ganz verzweifelt sind, können wir uns auch noch, können wir ihm den 9er noch wiedergeben. Okay, einmal verbrennen. Verbrennen ist nicht ganz so schlimm. Weil wir den 10er ja auch einfach wiederkriegen. Aber er hat auch noch ordentlich welche. Hier war noch irgendwo, genau, hier war noch ein 10er. Man muss jetzt halt viele schwache Karten noch haben und die dicken halt rausgehauen haben. Ist die Frage, kriegen wir mit 2 Karten mehr als 15? Weil wir geben ihm 9 und verpassen, dass wir einen 6er wiederbeleben. Aber ich denke, wir gewinnen nicht, wenn wir es nicht probieren. Also wir müssen halt Risiko gehen. Ja, sind 14. Ah ne, das ist nochmal ein 7er für ihn. Aber den 9er, wir können den 9er töten damit. Das heißt, so, wir gucken jetzt mal nach dem 7er. Oh, wird echt ein enges Spiel. Jetzt gehen wir immer nochmal. Wir ziehen nochmal 2. Aha, wir haben oh ja. Wir verbrennen. Ah ne, damit wir verbrennen, töten wir auch unsere eigenen 10er. Also verbrennen war ein ziemlich nutzloser Draw. Na, jetzt zieht auch nochmal 2. Also, aber wir sind momentan in Führung. Und wir können mit dem 7er nochmal einen richtig dicken Swing machen. Gucken wir mal, was jetzt bei rauskommt. Wir haben 3 Zehner, der hat nur 1 Zehner, das heißt, verbrennen bringt uns nichts. Ja, jetzt darf nochmal 2 ziehen, aber wir können nur noch passen jetzt. Und hoffen, dass er nicht genug Power hat. Oh, krass. Er hat echt einen 10er gezogen, der einen 10er wiederbelebt. Oh, wo. Oh, einen 9er belebt er wieder. Da war das ja gar nicht so krass. Jetzt hat er einen 1er, der was wiederbelebt. Was belebt er damit wieder? Er hat einen 10er, okay. Jetzt hat er noch einen 10er. Und solange das jetzt mehr als 3 hat. Das hat 2! Aber Verbindung. Oh, knapp. Das war echt knapp. Ja, haben wir mal verloren. Nicht schlecht. Der Penner, der hat uns abgezogen. Na gut, dann müssen wir jetzt ein Rematch machen. Rematch und wir gehen jetzt wieder... Ah, wir können ja noch Square Tail spielen. Dies war das, was uns noch fehlte. Ja. Was? Achso, wir fangen an. Ja, keine Ahnung. Weiß immer noch nicht, was jetzt besser ist. Wiederbeleben. Nahkampf. Herbeirufung ist das, ne? Ja. Der kann weg. Und die anderen sollten eigentlich bleiben. Ja. Das erste, was wir machen, ist die holen, damit wir die nicht ziehen können. Passt der Gegner vielleicht? Nee. Ah, ja, macht das. Okay, das ist mies. Ist natürlich die nächstbeste Wahl. Das heißt Verstärkung, ne? Ja, das ist echt schade. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viele Nahkämpfer. Immer hier ein 15er. Machen wir mal seinen 7er fertig. Okay. Wir haben gar nicht mehr so viele Nahkämpfer, deswegen spielen wir jetzt hier einmal Rittersporn. Wenn er verbrennt, dann sind wir natürlich gefickt. Finte, okay. Dann passen wir mal. Ich denke, er legt jetzt nichts mehr hin. Ja. So, eine Runde müssen wir noch gewinnen. Das heißt, wir ballern jetzt alles aufs Feld, was geht. In der Hoffnung, dass das was bringt. Obwohl, in der Runde zu kämpfen, die... Ja, wobei, einen Heiler können wir mal raushauen. Aber eigentlich in der Runde zu kämpfen, wo der Gegner einen Horn hat, ist halt eigentlich nicht so klug.
Ja, wir passen, glaube ich, eine Runde, weil er muss jetzt auf jeden Fall noch eine Karte legen und dann ist das Horn auf jeden Fall auch weg. Ja, das ist die Karte, die genau reicht. Okay. So, jetzt 4 Karten gegen 4 Karten. Das ist die Frage, wer die besseren Karten hat. Hoffen wir mal nicht, dass wir nochmal gegen ihn verlieren. Das wäre nämlich echt peinlich. Muss ich sagen. Okay, eine 3er ist echt... 3er und 5er ist bis jetzt ein guter Schnitt für uns. Wir nehmen den Nuller, der wiederbeleben kann. Um dann... Weil wir können gleich nämlich die alle verstärken. Um dann... Nehmen wir den 7er und ziehen 2 Karten? Ja, eigentlich schon. Eigentlich haben wir mit zwei Draws mehr als 7 Power. Ja, 16 nämlich. Der Gegner passt! Der hat doch nur noch eine Runde. Okay, dann passen wir auch. Hat wahrscheinlich 2 Karten, die wirklich gar nichts mehr machen mit. Okay. Dann haben wir jetzt noch einen Skelly gestorben bekommen. Ist also nicht unbedingt gelohnt. Wir wollten uns jetzt als Porträt abbilden lassen. Wo ist das? Im Palast. Okay, dann schnell reisen wir da mal hin. 42 Meter bis zum Schnellreisepunkt. Bin mal gespannt, ob wir das Bild auch kriegen für unser Corvo Bianco, weil da müssen wir auch nochmal hin für eine Quest, dann machen wir das als nächstes. Na, da wollten wir nämlich mit dem Haushofmeister sprechen, dass wir jetzt von komplett fertig sind, komplett ausgebaut sind und gucken, ob sich nicht, ob wenn wir mit dem reden, sich vielleicht nicht noch was Besseres machen lässt. Das Licht ist gerade nicht ideal. Kannst du gegen Mittag wiederkommen? Alles klar, machen wir noch. Wir sind doch Mittag, wir haben noch Mittag. Ja, okay, wahrscheinlich sind wir schon zu spät. Nehmen wir hier. Nehmen wir mal 11 Uhr. Gucken, ob ihm 11 Uhr genehm ist. Fast den ganzen Tag jetzt neben dem meditiert, damit das Licht gut ist. Was macht er? Ah, okay. Ja, das gefällt ihm jetzt tatsächlich. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Was auch immer das heißt. Dann verlieren wir keine Zeit. Halt! Wäre die andere Möglichkeit gewesen. Das ist auch geil. Halt! Stopp! Reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Gut zusammengefasst. Ach, plötzlich steht hier schon. Alles klar. Eine Sekunde! Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment, deine Katze. Wenn du das so nennen willst, sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Alles klar. Katze? Ja, Pierre Auguste Mustacherois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwert und ein Dieb. Alles klar. Die würde ich auch gerne mal kennenlernen, die Katze. Warum haben wir uns da getroffen, wenn wir jetzt hier durch die Gegend laufen? Hätten wir uns nicht einfach da treffen können? Okay, oh. Auf so einem engen Weg ist, glaube ich... Ah, okay, absteigen. Ist, glaube ich, Sprint nicht die beste Idee. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Alles klar. Kannst du laufen? Sprinten? Okay, passt. Meine Damen, meine Herren, werte Lehnsherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Die hat der echt da liegen lassen. Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann, das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen. Ja gut, ich denke, das machen wir. Kannst du nicht andere Farben nehmen? Wir gucken mal, die werden wahrscheinlich irgendwo in der Nähe sein. Bist du sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön,
Ich sehe mich mal um. So, erstmal gucken wir mal, ob die wirklich nichts damit zu tun haben. Nicht andersherum. Ganz recht. Okay, haben sie wirklich nicht. Zumindest nicht so, dass man es sehen konnte. Ah, hier sind die Farben. Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Ah, okay, also dem Geruch folgen.